Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ember Moon am Ember Montag mit Tomaniac. Ja, ihr erinnert euch sicher, wir hatten einen ziemlich harten Fight mit harten Golems, die aus hartem Stein waren. Und die waren ziemlich hart im Nehmen und haben uns hart den Arsch aufgerissen. Und jetzt müssen wir uns nach dem Kampf erstmal erholen. Und das tun wir hier vor der Stadt. Und ich habe ja zuletzt hier abgespeichert und hoffe, dass ich jetzt in der Lage bin, genug Essen für alle zu machen, da wir ja keine Fressensrationen mehr hatten und auch kein Geld um was Neues zu kaufen. Tja, wir haben einen Antimagiering gefunden, der könnte uns ja vielleicht hinterher mal noch den Arsch retten, ich hoffe es. Und wir probieren es mal mit Essen machen. Das habe ich irgendwie gerochen, dass das wieder mal nicht klappt. So, eine Ration pro Nase und wir rasten uns gesund, hoffentlich. Warte mal, Sabine hatte doch ein Level Up. Die hat nicht zufällig irgendwelche Sprüche, die sie lernen kann? Zeig mal. Da haben wir Aufwecken, Alterung heilen und Irritation heilen. Und ach, hier ist ja noch mehr. Krankheit, Blindheit, Drogen auflösen, große Heilung, starre Auflösung. Was kann sie eigentlich da? Große Heilung kennt sie noch nicht. Okay. Okay, gut. Müssen wir mal gucken. Große Heilung könnte vielleicht was sein. Wir gucken mal, ob wir das gelesen kriegen. Hat nicht genug Lernpunkte. Okay. Welche Sprüche könnte man noch? Da war was mit Alterung oder so, ne? Zeig mal. Krankheit heilen, Blindheit heilen. Drogen auflösen. Starre auflösen. Starre auflösen. Guck mal, ob du das kannst. Schafft es, den Zauber zu lernen. Okay, sehr schön. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht genug Spruchlernpunkte. Das heißt, jetzt wird gepennt. Starre heißt ja Lähmung in dem Moment. Ach was, wir haben nicht lange genug gedingst. Ich hatte das Gefühl, der Kampf zieht sich Stunden hin. So, jawohl, das sieht doch schon mal alles nicht so schlecht aus. Aber ich würde sagen, jetzt speichere ich nochmal. New Lake, so. So. Und dann gucken wir, ob nochmal was zu essen geht. Gut, dass ich das vorhin gespeichert habe. Irgendwann wird es ja wohl hoffentlich klappen. Sag mal. Ja, das heißt nochmal laden, so lange, bis es klappt. Ich fasse es nicht. Warum muss das misslungen erliegen? Ey! So. Alles klar. Jetzt stellen wir uns hier nochmal für 8 Stunden hin. Ach so. Okay. Und jetzt wird nochmal gerastet. Einfach damit wir nachher wieder fit sind. Ja, das sieht gut aus. Aber ich glaube, das ist die einzig vernünftige Taktik, wie man hier vorgehen kann. Vor allem, wenn man nichts hat. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht so. Da wollte ich hin. Es ist schon anstrengend, aber es macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Und irgendwann bin ich ja auch durch. So, Dille. Ja, ich würde sagen, jetzt können wir ja gerade durchrasen. Also das da sieht immer noch irgendwie komisch aus, ich weiß es nicht. Gut, Turbo. Bzzzt.
Ich habe jetzt neulich meinen Amiga 2000 mit der Reparatur angefangen. Und am Ende habe ich mal kurz Ember Moon auf meinem Original, auf meinem Rechner laufen lassen. Und ganz witzig, also ich war überrascht, wie schnell das Spiel doch da läuft. Mit einer 6830er Turbokarte, die auf 50 MHz getaktet ist. Ja, das flutscht schon. So, was erwartet uns hier? Ärger? Würde mich nicht wundern. Okay. Ich guck vorher noch mal. Ja, das mache ich, ob ihr wollt oder nicht. Ich prüfe vorher noch mal auf mögliche Geheimwände. Indem man die Wände einfach so streift. Ja, wobei, ich glaube, hier ist tatsächlich nichts. Gut. Ja, dann, so. Aber es ist ja, wir wollen nicht irgendwas übersehen haben. Was erwartet uns hinter der Tür? Ich speichere sicherheitshalber mal ab. Da muss man nämlich den ganzen Weg nicht nochmal latschen, nur so für den Fall. Da ist was. Da ist jemand. Vor euch steht ein stämmiger junger Mann in einem kostbaren Gewand. Er schaut euch interessiert an. Aha. Willkommen in New Lake. Ich hoffe, ihr verhaltet euch ruhig und macht keinen Ärger in der Stadt. Ärger? Diese verdammte Bruderschaft bereitet mir Kopfschmerzen. Ich weiß wirklich nicht, was ihre Leute drüben auf der Tempelinsel treiben. Ich weiß nur, dass ich dem Braten nicht traue. Vor ein paar Monaten habe ich versucht, einen Spion bei ihnen einzuschleusen, doch er ist nie wieder aufgetaucht. Ein paar Wochen später bekam ich eine Nachricht von den feinen Brüdern. Der Oberpriester teilte mir mit, dass ich mich doch gefälligst aus den Angelegenheiten seines Tempels raushalten solle. Man habe schon genug damit zu tun, Tabus in seinem Gefängnis zu halten und könne nicht auch noch einen neugierigen Schnüffler gebrauchen. Ich sage euch, wenn ich mehr Männer unter Waffen hätte und die Leute von Lyramion diese Bruderschaft nicht dermaßen verehren würden, dann hätte ich die Bande schon längst ausgeräuchert. Vielleicht gelingt es euch ja mal, in den Tempel zu gelangen. Mir wäre sehr daran gelegen, wenn ihr mir dann berichten würdet, was sich dort eigentlich abspielt. Dass mir Informationen über die Bruderschaft bare Münze wert sind, motiviert euch vielleicht. Und da war doch noch was. Wir hätten doch ein Bild abzugeben. Das probiere ich direkt mal aus. Habe ich das hier in meinem Inventar? Da. Okidoki. Also. Dann geben wir gleich mal was ab. Seid bedankt. Hier, nehmt dieses Gold als Lohn für den Transport. Er war sicher nicht unproblematisch. Wenn euch Meister Rottemund das Bild mitgegeben hat, müsst ihr sehr vertrauenswürdig sein. Da kenne ich ihn gut genug. Vielleicht seid ihr die Richtigen, um eins meiner Probleme zu lösen. Vor ein paar Wochen sind mehrere Untote aus der Gruft von New Lake gestiegen. Meine Wachen haben sie noch rechtzeitig entdeckt und konnten so das Schlimmste verhindern. Doch ich musste die Gruft daraufhin verschließen. Das wäre weiter nicht schlimm, doch es handelt sich um die Grabstätte des großen Chandra. Und viele Leute pilgern dorthin. Was ich brauche, sind ein paar vertrauenswürdige, mutige Männer, die dort mal nach dem Rechten sehen. Ah ja, ich sehe schon, ich merke schon an euren Mienen, dass ihr meine Bitte nicht abschlagt. Hier habt ihr den, was, wo? Schlüssel zur Gruft. Manchmal scrollt das eben weiter durch und sagt, was mal bei der suchen, wo es, okay. Chandra? Oh, das gab XP. Bei Chandra klingelt's mir. Nämlich Chandras Bernstein. Warte mal, habe ich den? Ich hoffe, ich habe den irgendwo im Gepäck.
Egil ist auch aufgestiegen. Geil. Selena ist auch aufgestiegen. Ey, das ist ja richtig Hammer hier. Nelvin auch. Ey, es gibt ja hier voll die Level-Ups. Sabine. Und Valdin. Ey, wie geil ist das denn? Boah, und 10.004 Gold. Gruftschlüssel. Wie viel Gold übergeben? Alles. Ich hoffe, ich kann mich danach bewegen. Ach so, ah. Ach so, Moment. Ah. Oh, ich bin leicht überladen. Aber das können wir gleich sicher auf die Leute aufteilen. Auf Wiedersehen, Freunde. Wenn ihr mal wieder in der Nähe seid, dann müsst ihr mich unbedingt besuchen und mir von euren Abenteuern erzählen, damit ich sie aufschreiben kann. So, ja, jetzt bin ich überladen. Jetzt muss ich das Gold mal ein bisschen aufteilen, wa? Die Frage ist, kann man das Gold nicht gleichmäßig aufteilen? Mal gucken, wer das nehmen kann. Du kannst das nehmen. Wer kann noch nehmen? Valdin kann das noch nehmen. Ich habe immer noch zu viel. Das wird sich wahrscheinlich gleich ändern, wenn wir gehen dann erstmal schön einkaufen. Und zwar, ich hoffe, ich kriege irgendwo Heiltränke und so Zeugs ohne Ende zu kaufen und Magie und so und, ja. Wir müssen uns gut überlegen, was wir mit dem Geld machen. Scheiße. In Burnville gab es auch so ein geiles Amulett zu kaufen. Aber bis dahin wieder zurück. Sollen wir das wirklich machen? Ey, ich bin immer noch überladen. Nö. Kann was nicht stimmen. Ne, ich wollte schon sagen, da stimmt doch was nicht. Das speichern wir erstmal ab hier. Palast des Barons, so. Ja, das heißt, wir haben hier eine Mission, nämlich Gruftschlüssel. Da hinten steht eine Truhe. Ein Gold und da ist eine Ember Moon Novelle und die Truhe ist frei zugänglich. Dann wollen wir uns die gleich mal durchlesen. Wir nehmen das Gold mit. Das eine Goldstück. Cool. So, sonst noch irgendwas hier? Wahrscheinlich nicht. Wir sind reich, Leute! So, Ember Moon Novelle. Lesen. Nur die erste Seite des dicken Buches ist beschrieben. Naja gut, jetzt hätte ich lesen können, was da steht, aber ich bin gerade zu faul. Ich glaube nicht, dass es so wichtig ist, oder? Keine Ahnung. Ich hoffe, es wiegt jetzt nicht 50 Kilo, das Buch. Gut. Dann sollten wir sehen, dass wir hier wieder rauskommen. Ja, es sieht fast so aus, als ob wir hier in New Lake alles erledigt hätten. Wir müssten dann also zur Gruft. Ich würde mich aber vorher lieber wappnen. Ausrüstungsmäßig. Vielleicht noch ein paar Rationen pro Nase kaufen. Haus der Heiler. Ja. Ich hoffe, ich kann hier... Ach so. Nö, wir sind sonst eigentlich gesund. Ich hätte nur gerne was gekauft.
Ah, da war die Gruft. Ah ja, okay. Nee, dann müssen wir Warenhandel, Lebensmittel, Bibliothek, Bibliothek. Aber in der Bibliothek war, glaube ich, nichts, oder? Oder konnte man da was kaufen? Ich glaube, das war aber nichts Aufregendes, oder? Oder wer war... Ne, das ist nur dieser Bibliothekar, aber ich glaube, hier gab es so nichts. Warte mal, da oben ist noch ein... Was war denn das nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her. Ach so. Ja, hilft uns aber auch noch nicht weiter, weil... Da haben wir noch keinen Zugang. Wir holen uns erstmal ein paar Lebensmittel. Ich würde sagen, so 4 Rationen pro Nase. Selena soll das kaufen, weil die hat den höchsten Charisma-Wert. Das heißt, wir haben hier 6 mal 4, 24. Ihr teilt euch die Rationen auf, okay. Das heißt, da müsste ja jetzt jeder 4 Rationen haben, wenn das aufgeteilt ist. Ja, das stimmt. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, was wir im Warenhandel kaufen können. Schauen wir erstmal, was wir im Sortiment finden. Skimitar kostet 25.000, der Scheiß. Er leckt mich am Arsch. Aber es ist eine geile Waffe. Apropos Bernstein, verdammte Axt. Ich muss gucken, ob irgendjemand von uns Chandras Bernstein mitgenommen hat. Ey, wehe nicht. Armbrust. Begutachten. Kann nur ein Krieger nutzen. Und Dings ist aber ein Ranger, okay. So, wir wollten weiter gucken. Skimitar kann ich mir leider nicht leisten. Morgenstern. Ist eher schwach. Trident. 4000? Was kann der denn? Krieger und Paladin. Schaden 18. 2 Kilo. Ist das eine Einhandwaffe? Sieht so. Ne, Zweihand. 18. Warte mal. Feuerbrand macht, glaube ich, mehr, ne? 15. Feuerbrand wiegt 5 Kilo. Macht aber nur 15 Schaden. Soll ich jetzt wirklich 4000 für das Ding ausgeben? Nee, das mache ich nicht. Ich wollte nämlich mal gucken, ich hoffe, dass da... Ich weiß nicht mehr, wie teuer dieses Amulett da war. Dieses Mondlicht-Amulett oder so hieß das, glaube ich, ne? Burnville. Klingt schon verlockend eigentlich, dieses Trident-Dingen, aber... Nee, danke. Lass mal eben gucken. Hat irgendjemand von uns Chandras Bernstein mit? Ich kann nur hoffen. Du nicht. Und was mit dir? Du auch nicht. Selena? Hat Gemme. Warte mal. Was sind diese Gemmen wohl wert? Gleich mal kieken. Nelvin? Hat Chandras Bernstein dabei. Huh. Lass uns doch mal gucken, ob der Typ bereit ist, was von uns zu kaufen. So. Ich will was verkaufen.
Dafür gebe ich euch 473 Goldstücke. Jo. Okay. Blöd ist, dass ihr hier keine Heiltränke irgendwie kaufen können, oder? Hab ich da was übersehen? Haus der Heiler macht nur Heilung. Taverne tavernt. Lebensmittel macht Lebensmittel. Der Palast war mir in der Bibliothek, ne? Und in der Schmiede, was kann man da eigentlich machen? Waren wir schon drin? Ah, Reparaturen. Okay, ich habe aber, glaube ich, gerade nichts, was zu reparieren lohnt. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zur Gruft. Und speichern vorher ab. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Wie es da drin aussieht, seht ihr in der nächsten Folge. Ja, ich sag, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Lasst mir ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis denn, ciao.